Wir bleiben mal bei den Grünen, bei den Berliner Grünen. Da gab es ein politisches Eigentor heute als Seitenhieb gegen den Männerüberhang. Bei der Union hatte die Partei nämlich ein Foto mit ihren eigenen Spitzenkandidatinnen getwittert. Das Foto sorgte dann kurze Zeit später richtig für Wirbel im Netz. Denn tatsächlich ist es nur ein Ausschnitt eines größeren Gruppenbildes. Und die Damengruppe, ja, die ist eben auf beiden Seiten eigentlich von Männern flankiert. Da wollen wir uns mal einen Beitrag zu anschauen, dann sprechen wir darüber. Mit diesem Gruppenfoto haben die Berliner Grünen für mächtig Empörung im Netz gesorgt. Abgebildet sind die Spitzenkandidatinnen im Bund und im Land Berlin zusammen mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Versehen ist der Post mit dem Satz, während sich auf den Gruppenfotos der Union wieder alte Männer zusammendrängen. Ein klarer Seitenhieb Richtung CDU und CSU, auf deren Fotos der Männeranteil deutlich höher ist. Wie bei diesem Bild beispielsweise von Mitte Juni, unter anderem mit Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Die Geschlechterattacke der Grünen geht allerdings nach hinten los. Foto handelt es sich um einen Bildausschnitt. Das Ursprungsfoto zeigt, dass die Frauengruppe rechts und links von Männern eingerahmt wird. Für die Verbreitung auf Twitter wurden diese jedoch weggeschnitten. Im Netz folgt daraufhin eine Debatte über Männerfeindlichkeit. Schließlich schränken die Berliner Grünen die Kommentarfunktion unter dem Tweet ein und ergänzen eine Erklärung für ihre Aktion. Der Tweet soll hervorheben, wie gestern eben diese Personen für einen Moment lang nebeneinander standen. Damit soll niemand versteckt werden. Um die drumherum geht es im Tweet schlicht nicht.